brauche die Villager. Ich muss ja, also du weißt ja, was mein Plan für heute Du ist. brauchst erstmal gar nichts. Du hast Aber ich eigentlich schon brauche für heute genug gezockt. Jetzt ist Feierabend. Ab ins Bett mit dir. Internet Scheiße. wird abgeklemmt. Ja. Oh, kann sein, dass du nicht Eventuell. nur erstellen kann, aber es gibt Mark auf jeden Fall, ja. Dann könnte man nämlich Gebiete markieren und zeigen, wo wer wohnt. So, das Das wäre wäre echt eine ziemlich geile geil. Idee, ja. Weil dann könnte man auch später, wenn man eine Rundtour machen möchte, irgendwie dann direkt schauen, wo ist wer. Bin gerade Ich unten, sehe dich, ja. weil wir Stein brauchen. Und ich dachte dann, ob ich jetzt irgendeine Höhle, irgendein Stripmine oder so, wo ich einfach hier schon mal was aushöhlen, weil wir wollten hier sowieso einen Keller für die ganzen Villager machen, farmen, sowas. Deswegen dachte ich, Aber willst du vielleicht die fahre ich hier Villager wieder unten einfach hierher bringen? Stein. Ich weiß nicht. Doch, oder? Ist ja schon weit. Wenn wir halt alles so Villager-mäßig, Eisenfarm, wird unter anderem alles farmmäßig hier geladen. Plus, wir haben es nicht in der Base, was dann auch für uns geil ist, wenn wir dann nicht so FPS-Drops in der Base haben. Ich hoffe, dass wir halt nicht zu weit weg vom Spawn. Aber dann tun wir einfach ein bisschen tricksen, Dodo, oder? Sitzen wir ein bisschen Ja, Spawn-Ding dann setzen wir den rum. Spawn einfach wieder um. Nein, Ihr alles gut. seid so lost, Alter. Wir waren nur Das. verspätet. Ja. Hä, eigentlich war der Spawn immer schon in unserer Base. Hä, klar, schon immer. Kannst du einen Bot reinholen, aber bitte lizenzlos, ne? Oh mein Lizenzlos. Gott, stimmt. Ich erinnere mich noch World of Things 3. Erster Stream einmal direkt offline. Goldi, soll ich dir noch Kabel holen? Wir brauchen auf jeden Fall Kabel, ja. Also du kannst ja Ja. unten einfach eine Chest vielleicht aufstellen. So, ich bin gerade hier dabei, das ganze so Grundding vom Turm hier ein bisschen was darzustellen. Aber ich würde sagen, ich hole euch einfach wieder her, wenn die Skizzierung hier fertig ist, alles. Okay, Leute, wir haben jetzt die komplette Burg mehr oder weniger skizziert, hatten da ein paar Probleme mit Symmetrie und so gehabt. Aber jetzt sollte es eigentlich passen. Wann wir jetzt wirklich anfangen mit Bau, wissen wir noch nicht. Aber da werden wir erstmal ein paar Materialien ranfarben, dass wir das in einem Ding auch durchbekommen, denke ich. Aber jetzt müssen wir auch erstmal Villager anfangen. Da unten haben wir schon angefangen, deinen Raum auszuräumen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden. Und dann fangen wir auch irgendwann mal an, unsere Starterbase richtig zu bauen. Warum ist am Spawn ein Zombie-Piglin? Irgendjemand hat den Nether offen gelassen. Ja, aber Keine hey, Ahnung. hier ist kein Nether-Portal! Warte mal. Mann. Hä? Es ist ja kein Portal da. Ja, dann ist er aus der Erde gekommen. Aus der Erde. Scheiße, Naja, von der Unterwelt, weißt Minecraft hat sich verändert. Alle sagen das. Och, Mann, Goldie. Ja, die Oberwelt wird infiziert. Wir müssen es aufhalten. Wir können jetzt Villager transportieren, ja. Kann jeder sich jetzt so einen Jetzt auch Villager nicht mehr. schaffen? Und dann Wie dumm! transportieren wir die jetzt. Ein paar Schafsfarmen noch machen. Dass wir da vielleicht diese Wolle so als Skizzierblöcke immer verwenden können. X-Ray ist mir zu aufwendig geworden, was? Ach so. Ja, nee, ist klar, oder? Ich Ja, brauche ich auch noch schwimme jetzt einfach. Stature-Pack. Dann transportieren wir mal die Villager ein bisschen zum Oh, Spawn. nein, aussteigen wollte ich nicht. Also, dass wir sozusagen sagen, dass wir hier Also zumindest Untergrund die Gebäude. Villager reintun, da Riesenkeller mit Farm und so, und dass wir dann eine Verbindung zur Burg, die da oben direkt dann ist. Ich glaube, dass das Ball die hier mal bessere nicht rein, ist. okay? Weil diesen Raum, den wir da oben schon gebaut Ja. haben, der ist schon richtig weit oben, muss man sagen. Dass das auf jeden Fall unter anderem einfacher ist und auch besser generell für später ist. Hey, Cody, wo bist du jetzt eigentlich abgeblieben? Ich fahre einfach das ist eine Ebene und die fahre ich gerade voll entlang. Ich habe jetzt schon die Hälfte des Weges. Ich bin jetzt direkt an der Burg schon. Das geht echt, muss ich sagen. Also, ich habe es mir echt schon mal Eine vorgestellt. Ebene, Habe ich die ich bin Hake jetzt eine Ebene verkackt? weiter unten. Luft 66, 67, Echt 68, jetzt? 69. 70, 71, sowas um die Dreh. Ich bin 70. Verdammt! Diese Wo bist Reaktion, du? wie spät? Ich Ja. verzögert. 72, Cody. Die liegt schon seit einer Minute da am Dreck Konsole, bis irgendwo wir und können nicht mehr tot. reden. Ach, verdammt. 72 Scheiße geleuchtet haben wir. Genau, ich brauche Essen und können wir noch Brote, Betten, alles mitnehmen von Home. Warum Ja. sind Betten so gestapelt und so? Weiß ich nicht. Hochbett, weißt du. Was? Nein, also, Goldie. Ja, ich will Dings, Wildschirm. Ja, ich will auch Ja. Goldie vieles. will immer nur irgendwas, aber geben tut er dafür nichts. Oha, übertreibt halt. Was? Hast du so scharf rausgelassen? Das heißt, es wird sozusagen nicht mal von diesem Eingang jetzt, wird sozusagen nicht direkt
der Hauptraum werden, sondern erstmal ein langer Gang. Ah, hier. Ja, es spawnt nicht, es geht nicht. Bauen erstmal einen richtig großen geraden Gang, Dodo, von unserem Eingang da unten bis zur Burg zu kommen. Dann lass in diesem Gang einfach seitlich immer die Villager machen. Also, ich habe mal hier so unten Wasser platziert, dass wir dann runterkommen. Das ist jetzt auf der Höhe, wo dann die Villager auch sein werden. Hm? Habe ich jetzt vor, hier einen 10x10 großen Raum als Starterraum zu haben. Dann kommt hier ein Dreiergang hinten zu den Villager. Die sind dann hier und dann können wir an den Seiten die Villager dann machen. Und ich habe hier schon einen Cleric irgendwo. Hier, wo ich dann auch schon einen Emerald jetzt gehandelt habe. Naja. Das ist jetzt so der Plan, da muss jetzt halt hier dieser Dreiergang ausgehöhlt werden, da hinten muss was ausgehöhlt werden. Melonen! Das habe ich jetzt gerade die ganze Zeit mit Steinspitzhacken gemacht, weil ich kein Eisen mehr hatte. Dodo, ich nehme mal hier aus deiner Schalker Box 3 Dias raus, beziehungsweise 5, was ich im Hunter machen kann. Mach, nimm mir alles weg, nimm alles! Oh, fettes Gold, ja, die übelste Alki. Ja. Und da willst du uns so nicht sagen. Immer abhängig. Und der Enchanter ist. Jetzt kann ich Eisenpitzhacken enchanten, damit das Ganze abholen schneller geht. Hier, also hier ist schon ein bisschen angefangen, hier alles zu machen. Hier, du weißt ja noch, hier kommt jetzt nicht ein Villager, hier ist dann ein dreibreiter Gang eben lang, wo dann immer an der Seite die Villager sind. Ja, also das würde ich auf jeden Fall noch abbauen hier und dann können wir da einen Seitengang Eisenfarm integrieren. Ich würde diesen Raum dann einfach wirklich nur als Verbindungsstück nehmen und da nicht irgendwas hinbauen. Das soll dann einfach schön noch gemacht werden. Naja. Dann kann sich einer so ein bisschen um Wildschirm gleich, nachdem wir das abgebaut haben, kümmern und der andere vielleicht Eisen fahren. Wenn wir das mit aushöhlen, soweit Orly ist fertig. Zumindest der erste Tunnel mit dem Wildschirm dann so. Das hier der Hauptraum, wo die ganzen Verbindungen stattfinden soll. Dann kann ich mich jetzt um die Villager kümmern. Ich weiß nicht, oder wie weit mit der Lava. Ich mach grad ein bisschen mit Lava und sowas noch. Genau, das hast du gemeint. Ah, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Genau, so da Lava alles durchbrennen können, easy, und dann schauen wir mal wegen Eisenfarm, weil da schmerzt es ein bisschen. Gut, wie starte ich das ganze Bildschirmzeug jetzt eigentlich? Erstmal brauche ich eigentlich Emeralds, also wie Fichten oder so. Oder Schwarzeiche würde auch gehen, haben wir noch nicht, oder? Haben wir sowas in der Nähe? Ich habe diese Hoffenräume. Kannst du da vielleicht so 4 geben oder so? Saplings. Genau. Das kostet einen Schwarz. Mein Gott, du kriegst eine 5 Eisen. Wo ist die Schere hin? Ich hab da irgendwo eine Schere reingemacht. Geben sie mir hier. Hier, guck mal. Du Mörder! Ich hab's aufs Maul bekommen, Dodo, aber ich hab die Saplings. Und so für Schaffarm will ich auch relativ früh machen. Ah, hier ist noch ein zweites. Perfekt. Ich weiß, warum wir keine Schafe bei uns hier groß haben. Warum? Weil wir Wölfe haben. Ah, ja, stimmt. Schaf, du sollst nicht in die Höhle gehen. Du bist kein Minenschaf, mein Schaf. Du bist nur ein normales Schaf. Das musst du auch mal akzeptieren. Das geht so nicht weiter. Ist kein Weinschacht? Mein Schaf. Zack. Erstes Schaf ist drinne. Sag das gleich für den Fürschau so da sein. Dann kannst du dir deine 3 nehmen und ich kann trotzdem noch weiter breeden. Ich denke, das mit den Bücherregalen ist am wichtigsten, dass ich schnell FE5 bekomme, dass ich schneller Holz abbauen kann. Emeralds wieder rum. Ich glaube, das ist erstmal. Oder Mending, irgendwie ist sowas in die Richtung. Ich würde erstmal FE holen und dann Mending. Genau. Dass ich einfach dieses Holz schneller ranholen kann oder Haltbarkeit dann auch. Sowas sind die ersten Ziele. Dass das Holzfarm am chilligsten ist.